Ja, hi, Ingo hier. Und zwar heute im Video geht es ja weiter mit den Schallplatten aus London. Das war ja nun ein ganz schöner Stapel, den wir oder ich mitgebracht habe. Und da wir das Video letztes Mal nicht so lang machen wollten, haben wir dann gesagt, wir teilen das. Heute gibt es keine Videos von Geschäften, sondern rein nur noch Plattenvorstellung. Auch ohne was für Cover, was für Platten und Inner Sleeves, das lasse ich alles fehlen, damit das Video nicht so lang wird, weil wir ja doch einen ganzen Stapel abzuarbeiten haben. Ja, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Erste Platte, die ich gefunden habe, ist hier Blood, Sweat and Tears. Und zwar heißt das Album Child is Father to the Man. Kann man vielleicht ein bisschen schlecht sehen, ist ein bisschen dunkel. Blood, Sweat and Tears ist ja eine Jazz-Rock-Band aus Amerika, 1967 in New York gegründet. Das ist hier das Debütalbum, kommt auf Columbia Record, hier in der Version Music on Vinyl, also Neupressung in angeblich, sage ich jetzt mal so, besserer Qualität. Die Band macht ja so bekanntlich Jazz-Rock und ja, wie Al Cooper ist ja eigentlich ein bekannter Musiker, der hier mitmacht. Der war beim Konzertbesuch und zwar bei dem Jazz-Trompeter Meinert Ferguson, nennt er sich. Und das inspirierte den Al Cooper doch dazu, denn eine Rockband zu machen mit Bläsereinlagen oder eine Bläser-Section. Und so entstand dann die Gruppe Blood, Sweat and Tears mit ihrem Jazzrock. Ja. Das dazu. Platte zeige ich jetzt nicht. Die zweite Platte, die ich habe, beziehungsweise die muss ich mal enttauschen, weil die muss ich nämlich dazu zeigen. Und zwar ist das The Blues Project. Projections heißt die Platte. Und zwar dazu kann ich schon mal sagen, das ist hier eine US-Band, die ist 1964 gegründet. Von Danny Kalb nannte sich der gute Mann, Gitarrist. Hier war auch Al Cooper dabei an den Keyboards, Steve Katz, Gitarre, Andy Kalberg am Bass. Und die Jungs haben so eine Mischung aus Blues, Folk, Jazz gemacht. Leider blieb bei dieser Band der kommerzielle Erfolg aus, so dass Al Cooper und der Herr Katz beschlossen, eine eigene Band zu gründen, und zwar Blood, Sweat and Tears. So, 1968 gab es dann das Abschiedskonzert von der Band und danach haben die ja dann die restlichen Mitglieder, die nicht zu Blood, Sweat and Tears gingen, die haben dann die Band C-Train gegründet und davon habe ich auch schon mal Platten gezeigt, also das ist alles sehr miteinander verwoben. Das ist hier das zweite Album von der Band Blues Project. Das ist von Tom Wilson produziert, 1966, kam auf Verve Record. Das ist hier so ein Mix aus Bluesrock und Psychedelic Rock. Ja, das dazu, was kann man noch sagen? Ach so, der Produzent von dieser Tom Wilson, der hat auch für Bob Dylan und Mother of Invention und Simon und Garfunkel gearbeitet. Also ziemlich verwoben, die ganzen Geschichten zu der damaligen Zeit. Ja, das kommt dazu. Dann die nächste Platte, die ich habe. Das ist hier die Bonzo Doc Du Da Band, nennt die sich. Und ja, ich habe mir das extra hier auf der Rückseite nochmal aufgeschrieben, weil man das in dem ganzen Gekritzel da oben. Unsere Doc, Rockband. nee, Bonzo Doc Du Da Band heißt die Uhr richtig. Das fehlt da irgendwie, aber das habe ich nachgeguckt. Also man muss das auch so sagen, das ist eine vielköpfige, schimpft sich das, ist eine Underground Beat Band aus dem Norden von London. Und das Besondere an dieser Band ist, die Texte sind sehr satirisch. Man sagt auch so oder wird auch so als komödienhaft bezeichnet, so von der, Entschuldigung, von der Art her. Und die Musik ist auch etwas ausgefallen. Und ja, die waren so von
Die haben so 4 Alben rausgebracht von 1966 bis 1970. Und das ist hier das 4. Album von 1969. Und ja, wie ich schon sagte, das ist so ein Comedy-Rock bis Psychedelic-Rock. Also das ist doch so ein Gemisch. Also es ist sehr, ja, muss man einfach mal reinhören, um sich darauf einzulassen und zu horchen, was das denn so ist. Kam auf Sunset Records. Ja, das zu der Band. Die Platte habe ich schon weggelegt. Die nächste Band, die ich dann noch gefunden habe, ist Mother Earth, heißt die Band. Bring Me Home. Das ist eine US-Band. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, es gibt auch eine britische Band aus den 90er Jahren. Also wird viel verwechselt. Manche haben schon gedacht, oh, die hat sich in den 90ern wieder gefunden, die Band, und hat die Platten dann gekauft und haben gemerkt, oh, das ist ja ganz andere Musik als in den 60er Jahren. Also wie gesagt, da muss man dann wirklich gucken, was ist US und was ist britisch. Meistens sieht man das am Veröffentlichungsdatum der Platten. Also da ist nichts mehr in den 80er, 90er Jahren. Das ist tatsächlich nur bis 71 gehen die Jungs. Und die, wie gesagt, die Band hat sich 1967 gegründet in Kalifornien. Und zwar war da die Sängerin Tracy Nelson der vorausschauende Kopf. Und in dieser Band haben bekannte Größen wie Boss Scuggs, den kennt man ja von der Steve Miller Band und später dann auch Solo, und Mike Bloomfield, der ist ja auch relativ bekannt, hat mit Al Cooper gespielt, und ja, gibt's tolle Blues-Rock-Platten von den Mike Bloomfield. Ja, sonst ist noch, man kann noch der Name Mother Earth, der Geber des, oder wie man so sagt, der Bandgeber, der Namensgeber der Band, das war hier Memphis Slim, der hatte mal ein Lied rausgebracht, der hieß genauso Mother Earth, danach haben die sich denn orientiert. Und dementsprechend ist auch die Musik, das ist auch so ein Blues, Country, West Coast Mix. Also das ist so der typische San Francisco Sound Ende der 60er Jahre. Und dieses Album hier ist von 71, aber der Stil der Musik ist gleich geblieben aus der Zeit. Also das Cover ist ziemlich abgeranzt, möchte ich mal behaupten, ist wohl eine First. Ist eine Erstpressung, First Press, ist hier schon kleiner Cut-Up hier, aber trotzdem, die Platte ist im tadellosen Zustand, wie das oftmals so ist, da die Cover wenig geschont waren, keine Hüllen, sahen die dann nach irgendeiner Zeit so aus, aber war auch gar nicht mal so teuer, das zu Mother Earth. Erstmal gucken, das ist die Platte dazu. Die nächste Platte, die ich habe, in den 60er Jahren gab es ja oftmals Platten, die hatten immer so Cover mit Frauen, die waren leicht bekleidet. Man sagte ja so cheesy zu der Zeit, das ist so ein amerikanischer Ausdruck für diese Platten. Es gibt sogar in amerikanischen Shops, wenn man da reingeht, oder auch kanadischen, gibt es eine Abteilung, da steht dann dran Cheesy. Und meistens waren da dann solche Platten drin wie diese hier. Das ist zwar nicht das Original ist von 1966, wenn ich das richtig sehe, ja, ist eine 66er. Ich habe hier irgendeinen 2000er, keine Ahnung von wann die ist, ist jetzt wahrscheinlich erst rausgekommen. Hatte ich auch immer auf meiner Suchliste, ja, Manfred Mann, Pretty Flamingo heißt das Album. Manfred Mann, kann man nur kurz noch zu sagen, kommt ja ursprünglich aus Südafrika, ist mittlerweile 83 Jahre alt, auch die Leute werden älter. Ja, 1971 hatte er die Earth Band gegründet, das ist hier noch von 1962, hat er dann seine zu dem Zeitpunkt noch nur unter Manfred Mann Band gegründet, hat in der Zeit 5 Alben rausgebracht, und Pretty Flamingo ist das letzte von der Originalbesetzung. Und ja, für mich, also dieses Cover hat überhaupt nichts zu tun mit der Musik, die da drauf ist, das sah ich schon mal gleich im Vorwege. Die Musik ist sehr abenteuerlich und sehr experimentell, mit Coverversion von Ray Charles, Screaming Jay Hawkins, also das ist
tatsächlich ein sehr, sehr gutes Album. Wie gesagt, zu der Zeit war das ja manchmal so üblich, dass da solche komischen Cover entstanden, warum auch immer. Ist wohl der Zeit zu schulden oder wie auch immer das war, weiß ich auch nicht. Und das, so die Musik insgesamt, ist so ein Mix aus Blues, R&B, also das ist schon klasse. Also mir hat das Album gefallen. Ich war erst auch ein bisschen skeptisch, hatte da schon mal über reingestreamt und habe gedacht, naja gut, mal sehen, wie die Platte ist, aber das ist ganz toll. Also mir gefällt das sehr gut. Klasse, klasse Alben. Manfred Mann. Cheesy ist, glaube ich, kann man auch so ein bisschen mit diesem Wort kitschig. Ja, genau, das soll das bedeuten, ja, eigentlich cheesy. Aber auch der lustige Song. Ja, genau, so das, da oft diese Cover so mit leicht bekleideten Frauen, auch manchmal so blöde Situationen wurden fotografiert. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, in den Geschäften war das dann so, da war dann so eine Abteilung, da stand dann so ein Schild mit Cheesy Records. Und da waren dann so viel solche Platten. Im Nachhinein ich war ja selber schon in Kanada, dass ich nicht mehr davon gekauft habe. Weil wenn man guckt, die sind ziemlich wertvoll geworden, teilweise. Also da, das ist doch, wenn man irgendwas nicht kennt und man macht immer den Fehler und kauft es nicht oder denkt, ach, das ist ja Müll. Also wie gesagt, man lernt immer wieder dazu. So, die nächste Platte, die ich habe, und zwar ist das Paul Hasslinger Exit Ghost, heißt die Platte. Und zwar, wer den Namen, wo ich die Platte gesehen habe, da beim Durchstöbern, Paul Hasslinger ist klar für mich, Tangerine Dream, sagt natürlich jeden was, Paul Hasslinger vielleicht nicht so. Der war ja von 86 bis 90 bei Tangerine Dream. Das ist ein österreichischer Komponist, lebt jetzt in Los Angeles. Und der gute Mann, der produziert Soundtracks und Musik für Computerspiele. Und zum Beispiel hat die Musik zu der Filmtrilogie Underworld gemacht mit Kate Beckinsale. Wem dem was sagt, wer Filme guckt, der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Das Album hier ist von 2020, ist sehr atmosphärisch, möchte ich mal so sagen. Er schafft so Klanglandschaften, würde ich mal sagen. So im Stile von Tangerine Dream ist das. Man hört das ein bisschen raus, wer die Band kennt. So gerade so die Ende der 70er Jahre, Anfang 80er, der wird hier denn so Ähnlichkeiten hören. Was jetzt interessant an der Platte ist, diese, die ich jetzt hier in die Kamera halte, die habe ich bisher nicht im Internet gefunden. Es gibt die zwar mit in Weiß und mit irgendwie einem roten Aufdruck. Hier sieht das so aus, das sieht so handgeschrieben aus. Mhm. Und auf dem Label ist nichts drauf, ist weiß. Mhm. Darum zeige ich jetzt nur die Platte. Also da ist nichts drauf geschrieben. Also entweder ist das ein Bootleg oder so ein Counterfeit. Also das war mir jetzt egal. Ich bin jetzt nicht böse, wenn das tatsächlich der Fall ist, aber allein der Name war nur Paul Hasslinger, dachte ich, oh, der hat eine neue Platte, den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass der auch noch Platten produziert, da es ja von 2020 ist, das Album. Und wie gesagt, dann habe ich mal im Internet gegoogelt nach der Platte, aber habe die so in dieser Form nicht gefunden. Vielleicht hat ja einer von den Zuschauern auch diese Version, sage ich jetzt mal so. Der kann ja mal in den Kommentaren darüber was schreiben, wenn er Interesse hat natürlich, ne? So. Die nächste Platte, die ich habe, das geht wieder nach Amerika in ein anderes Zeitalter, sage ich mal, fast schon. Und zwar sind wir bei The Monkees. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, über diese Platte. Monkees sind ja bekannt. Diese ist ja eine US-Pop-Rockband, die Mitte der 60er Jahre sehr erfolgreich waren in Amerika. So das Gegenstück von den Beatles, aber darüber hatte ich ja auch schon in einem anderen Video rüber was erzählt. Es gab ja eine Fernsehserie von den Monkees. Ja, The Monkees war ja so ein Straßenfeger in Amerika zu dem Zeitpunkt. Alle Jugendliche waren dann von den Straßen. Wahrscheinlich in England genauso und ja. Guckten dann diese. Meine Frau sagt gerade, sie hat es auch geguckt. Und alle guckten dann diese Sendung mit den vier tollen jungen Typen.
ist die Sendung lief vom 12. September 66 bis 9. September 68. Die Platte hier, das ist das Debütalbum vom Oktober 66. Und das ist das erste von vier aufeinanderfolgenden US-Nummer 1 Alben. Muss man sich mal überlegen, zu der Zeit. Also kommt, hat schon gut die Beatles Konkurrenz gemacht. 67 in Großbritannien sogar die Chartspitze gestürmt mit 5 Millionen Mal verkauften Alben. Also das ist schon zu der Zeit gewaltig gewesen. Und was ich noch zeigen wollte, was interessant ist, auf der Platte wird Werbung gemacht für die Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Unten, ob das scharf genug jetzt wird. Ich kann das auch mal vorlesen. Watch for the Monkeys in color every Monday night on the NBC TV Network. 7.30 p.m. Ja, also das gibt es auch selten, dass sowas passiert ist. Da kann man mal sehen, wie bekannt die Band letztendlich in Amerika war zu dem Zeitpunkt. Ja, kommt hier, Cover ist auch schon leicht abgenutzt, wenn man überlegt, die Platte ist 57 Jahre alt. Also, aber das Vinyl ist in tadellosem Zustand, da kann man nicht meckern. Also wie gesagt, Cover kommt ja sowieso in der Hülle. Also gut, das dazu. Wir gehen weiter. Ich muss mal gucken, das ist die Platte. Ah ja, wir wechseln wieder das Genre komplett. Meine Zettelchen weg. Und zwar sind wir bei der Band angelangt. Und zwar bei Kiss, beim Debütalbum der Gruppe Kiss. Und zwar, Kiss ist ja bekannt, da muss ich eigentlich nicht so viel sagen, ist ja eine US-Hardrock-Band. Für mich ist das eigentlich mehr eine Glam-Rock-Band. Ja, Rock, ja, Hardrock, ja, vielleicht dann später mal irgendwann mal so zwischendurch mal. Aber wie gesagt, so durchweg ist das für mich eine Glamrock-Band, allein schon mit der Verkleidung, mit den Masken, was ich jetzt nicht schlecht sagen will, was mir auch teilweise gefällt. Dazu kann ich noch eine Anekdote erzählen. Die Kiss Alive, das war meine erste Platte, die ich bekommen habe zu Weihnachten. Mit meinem Plattenspieler zusammen, so ein Ding mit zwei Lautsprechern, was da angeschlossen war, von Quelle oder Otto Versand, fällt mir gerade noch ein. Ja, und dazu gab es dann die Kiss Alive 2. Und wie gesagt, hier habe ich jetzt das Debütalbum von 1973. Entschuldigung, das ist von 74. 73 hat sich ja die Band in New York gefunden und ja, die haben auch über 100 Millionen Alben mittlerweile verkauft. Das sagt ja auch was zur Band aus. Das kommt hier, die Platte kommt auf dem Casablanca Album oder Label, wie alle anderen Platten, glaube ich auch. Ich habe jetzt nicht so viele Kiss-Platten, aber ich glaube, die sind ja immer alle auf dem Casablanca Label rausgekommen. Wie gesagt, das ist hier so ein Mix aus Rock und Glamrock. Ja, was kann man noch zu Kiss sagen? Ach ja, es gab ja dann in den, weiß nicht, war das Ende der 90er oder war das schon in den 2000er, gab es ja diese Reality-Show mit dem Gene Simmons, mit dem Sänger von der Band. Ich mag ihn nicht so, er ist ein bisschen, macht immer so einen arroganten Eindruck, so von der Art her und ist für... Ja, ist so ein Casanova, wie auch immer, ist ja egal, es geht ja um die Musik und nicht um die Person im Einzelnen, aber das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich nicht unbedingt so ein ganz großer Kiss-Fan bin. Ich mag die Musik, aber muss jetzt nicht alle Alben haben und das war recht, recht günstig, muss ich dazu sagen, also habe ich gedacht. Und neu, das war original verschweißt hier, der Schrink ist ja auch noch rum, kann man ja sehen, also deshalb habe ich das Album mal mitgenommen. Ja, das zum Thema Kiss, ja, kommt auf Casablanca, genau. So, die nächste Platte, das ist wieder ein Interpret oder ein Künstler. Da habe ich schon andere Platten vorgestellt. Und zwar geht es um Country Joe McDonald. Das Album heißt Love is a Fire. Und zwar, ja, Country Joe McDonald ist ja der Gründer der... Ja, Psychedelic
Folk-Rock-Band Country Joe and the Fish. Die habe ich ja schon in mein Kalifornien-Video vorgestellt. Late 60s. Das ist ja schon einige Monate draußen. Wer da Interesse hat, kann da ja mal reingucken. Da habe ich die Platten vorgestellt. Und ja, Country Joe and the Fish waren ja bekannt durch ihre Musik, die ja durch ihre Protestsongs, die ja fast schon unter die Gürtellinie gingen und kurz davor waren, standen verboten zu werden. Aber wie gesagt, der gute Country Joe McDonald, der hat sich dann von der Band getrennt, weil immer die ganze Arbeit an ihn hängen geblieben ist und hat gedacht, nee, jetzt mache ich mal alleine was und selber was. Und hat dann hier so angefangen, auch Solo-Alben rauszubringen, die eigentlich relativ gut sind. Also ich hatte da vorher nicht reingehört, auch nicht gestreamt. Ich habe die Platte nur gesehen beim Durchblättern, war recht günstig und dann dachte ich, oh, den kennst du doch, der kommt dir doch bekannt vor, nimm mal mit. Und wo ich die jetzt gehört habe, also ist eine schöne, hörbare, insgesamt hörbar, gut hörbare Platte, gefällt mir sehr gut. Und die Musik, das ist so ein bisschen so Mix Folk Country und ja, so World Musik, das geht schon so ein bisschen so sphärisch ist das und ja, das hört sich aber gut an. Also mir gefällt die Platte relativ gut, die ist aus der 80er Jahre, ist von 76, habe ich hier fast falsch gelesen, ich dachte, das ist eine 8, ist auch immer alles so klein geschrieben. Ja, wie gesagt, das zu Country Joe McDonald. Ja, die nächste Band, die ich dann wieder noch gefunden habe, das war, erstmal war es ein Coverkauf, aber ich dachte mir schon, was es für eine Art von Musik ist. Und zwar heißt die Band Rhinoceros und das Album heißt Satin Chickens. Satin Chickens. Ja, so. Und die Band heißt, wie gesagt, Rhinoceros, was auch immer. Und das ist das zweite Album von 1969. Die Band kommt aus L.A. Und der Gedanke hinter dieser Band war, das ist ein bisschen merkwürdig, sage ich mal so. Man wollte zu dem Zeitpunkt, das war jetzt 1967, wollte man so eine neue Supergroup in Amerika schaffen, so im Stile von The Monkees, aber im Rock. Und da hatten sich die von Elektra 1967 gedacht, wir stellen mal eine Band zusammen und machen mal so ein bisschen hier, versuchen das Gleiche. Die wollten auch schon so eine Sendung aufziehen und alles war auch, wollte man machen. Und das hat leider nicht geklappt. Und die Musik, die auf dem Album ist, das ist so ein Mix aus Bluesrock, Hardrock. Die Musik gefällt mir persönlich ganz gut. Vielleicht kam das damals nicht an, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat die Band sich 1971 wieder aufgelöst. Was eigentlich schade ist, weil das ist doch sehr interessant. Und ja, manchmal ist das halt so. Aber trotzdem, vom Cover her, klasse. Also die Musik auch, aber Cover gefiel mir sehr gut. Super. So, das ist die Platte dazu. Ja, die nächste Platte, wir ändern das Genre wieder. Wir kommen zum Blues und zwar zum klassischen Blues und zwar Muddy Waters mit Hard Again heißt das Album. Der junge Mann, sagen wir mal so jetzt, ist 1913 geboren, leider 1983 schon verstorben. Und das Album hier hat er 1977 für Blue Sky aufgenommen. Und die Musikrichtung, ja, Blues, das ist ja so ein Mix aus Blues, Chicago Blues und Electric Blues, was er macht. Und mit hier auf dem Album ist Johnny Winter. Das ist natürlich ein Gewinn erster Güte für einen Blues Sänger, sag ich mal, der auch sonst Gitarre gespielt hat, aber der hier jetzt gesagt hat, okay, ich überlasse mal den Johnny das Gitarre spielen und ich konzentriere mich auf den Gesang. Das war auch richtig so, weil zu Anfang und zur Mitte hin der 70er Jahre
war der Erfolg von Mortas, der ging langsam so den Bach runter. Das war nicht mehr so dolle. Zwar verkauften sich noch die Platten, aber wie gesagt, das war so ein bisschen auf den absteigenden Ast. Und dann kam diese Platte hier raus. Und das bekannteste Lied eigentlich, ich würde sagen, das bekannteste Lied überhaupt, was es danach gab, ist Manish Boy. Sobald das angespielt wird, weiß man, von wem das ist. Das ist sozusagen die Erkennungsmelodie für Muddy Waters. Waters, ja. Und ja, ich finde das Album insgesamt toll, nicht nur diesen einen Song. Man merkt, dass hier gute Musiker dabei sind, wie Johnny Winter. Also da merkt man schon die Klasse vom Gitarrenspiel her. Also mir gefällt das Album sehr, sehr gut. Und war auch ein neues Album. Der Schrink ist noch rum und war recht günstig, beziehungsweise hatten die im Angebot gehabt. Also mitnehmen. Ja, das zu Muddy Waters. So, das haben wir gehabt. So, die nächste Platte, wir bleiben im Blues, aber der Blues ist nicht mehr so hart. Wir sind hier bei Bonnie Raitt und das Album heißt Nine Lives. Und das ist von 1986, ist ihr neuntes Album. Und es wird gesagt, die Umstände waren ziemlich schwierig damals und deshalb ist es auch eins ihrer schwierigsten in ihrer Karriere. Das hat sie auch zugegeben. Für mich ist das so ein ja, leichter Rock, würde ich mal ganz sagen. Leicht. Also wer die Dame kennt, der weiß ja, die spielt ja auch Gitarre und die wechselt ja auch manchmal so in Country und Rock und also spielt ja verschiedene Stile. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Dame ist auch schon mittlerweile 74. Wie ich vorhin schon mal sagte, die werden ja alle auch älter. Ja, ja, das dazu ist, hier ist noch ein alter Preisaufkleber, war mal bei HMV für 3,49 £. Ich habe sogar, muss ich dazu sagen, ein bisschen mehr bezahlt. War wahrscheinlich mal in so einem Sonderangebot Posten drin oder wie auch immer, aber egal. War auch noch, ist ein super, im super Zustand, hier noch die Schrinkfolie drum gewesen, also top. Ist sogar eine bedruckte Innenhülle, kann man die Künstlerin noch mal sehen. Noch ziemlich jung und faltenfrei. Those were the days. Ja, so, jetzt, ich bin ja bekannt dafür, wer Videos von mir kennt, der weiß ja, dass ich auch Nostalgieplatten kaufe. Nicht alle von den bestimmten Künstler oder Künstlern, immer ab und zu immer eine oder so. Eine ganz besondere. Und ich will nicht eine Best-of kaufen oder so eine Greatest Hits. Das sind für mich irgendwie immer so namenslose Platten. Dann kann ich das auch streamen. Aber manche Platten, die finde ich dann doch durch Zufall. Immer, meine Frau dreht schon wieder die Augen. Was wir schon alles durch Zufall gefunden haben. Und zwar ist das von Petula Clark, Downtown. Das ist ja das bekannteste Lied, ja. Downtown. Aber es ging mir um diese Platte. Wie ich schon eben sagte, ich hätte ja auch eine Best-of kaufen können und wie auch immer, aber nein, ich habe diese Platte gesucht und die habe ich jetzt gefunden durch Zufall. Und zwar ist das ja eine britische Popsängerin, Schauspielerin, Komponistin, Schauspielerin, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich einen Film mit ihr kenne, wahrscheinlich aus den 60er oder 70er Jahre. Sie war besonders erfolgreich, wie gesagt, in den 50er und 60er Jahre und ja, bekanntestes Lied natürlich Downtown. Mittlerweile ist die Dame 91 und dieses Album ist von 1965 und das zählt zur britischen Invasion oder zum Pop. So wird das tituliert, wenn das so ist. Für mich ist das seichte Popmusik, möchte ich mal sagen, aus den 60er. Das Album kam kurz danach raus, nachdem die Single rauskam und die war ja dann ging ja durch die Decke. Und jetzt kommt das Interessanteste von dem Album überhaupt. Gitarrist auf diesem Album war Jimmy Page. Aha. Und woher kennen wir alle Jimmy Page? Von Led Zeppelin. Aha. Also kann das Album nicht so verkehrt sein.
Das nächste Album ist auch wieder, die letzten drei sind jetzt eigentlich Nostalgie, und zwar ist das Nat King Cole. Das heißt The Piano Style of Nat King Cole, und zwar Nat King Cole, manche kennen ihn gerade von den älteren, Sänger, Jazzpianist, Schauspieler. Schauspieler weiß ich wieder nicht, kenne keinen Film mit ihm. Für mich war interessant, da das ohne Gesang ist, weil sein Gesang mag ich auch nicht unbedingt. Deshalb ist es hier klassisches Piano mit Orchester. Das gefällt mir sehr gut. Das Album ist ursprünglich aufgenommen 1956, aber das ist hier eine Pressung von 87, deshalb auch der gute Zustand. Hatte mich schon gewundert, dass die Platte so gut erhalten ist. Das war sein letztes Instrumentalalbum, mit Orchester. Und das ist eigentlich schöne Musik. Also mir gefällt sowieso Klavier sehr gut. Besser, lieber höre ich lieber als Trompete, weil das ist beruhigend, empfinde ich so. Ist ja meine persönlicher Geschmack hier, ist für mich entspannender. Aber jeder hat halt einen anderen Geschmack. Und das kommt hier auf Capitol Records, wollte ich nur mal zeigen. He had a show, the Nat King Cole Show. Ja, kann sein. Und hat ein paar Filme gemacht. Okay, ja, der Kollege ist schon, der ist ja 1919 geboren und ist schon gestorben 1965, also vor meiner Zeit sogar schon. Also, so. Und das letzte Album, den Künstler mag ich auch sehr gern. Da habe ich auch schon eine Menge Platten, will ich nicht sagen, aber 10 bestimmt. Und immer wenn ich die finde in Geschäften und die sind gut erhalten oder so, nehme ich die, weil man kann da nichts verkehrt machen. Und zwar ist das Oscar Peterson hier in Verbindung mit Nelson Riddle. Und das Album ist von 1963, ist auf Verve rausgekommen, ist auch ein Original hier. Das ist sehr schön daran, dass das immer Originale sind und ist auch tadel in, ja, das Cover ist halt leicht schon bestoßen, da es nicht in der Hülle war. Und wie gesagt, die Platte ist in tadellosem Zustand. Wie ich schon sagte, das ist Klaviermusik auch. Oscar Peterson, Kanadier und zählt ja, ich glaube, er ist der größte Pianist, den es gibt oder gab auf der Welt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt. Ja, das zu Oscar Peterson, also ganz toller Künstler. Und ja, das waren meine restlichen Platten aus London. Ich habe hier gerade eine kleine Unterbrechung, selbstgemachten Glühwein, dank an meiner Frau. Und ja, der schmeckt sehr gut, aber ich mache keine Werbung für Glühwein, wir zeigen ja Platten. Ja, wie gesagt, das war die letzte. Und ja, was will ich noch sagen? Ach ja. Ich habe ja immer, manchmal vergesse ich ja Sachen, das wisst ihr ja. Ich mache mir ja immer diese gelben Zettelchen an meine Platten. Machen jetzt mittlerweile, habe ich gesehen, auch andere Kanalbetreiber. Ich war auch nicht der Erste, will ich dazu sagen. Ja, ist auch hilfreich. Ne? Ist ja auch ganz hilfreich, aber trotzdem bringe ich manchmal was durcheinander. Was denn Gott sei Dank in den Kommentaren immer erwähnt wird, ist ja auch nicht schlimm. Wir sind hier nicht bei Hollywood. Wir sind hier bei YouTube. Hier gibt es keinen doppelten Boden. Hier wird alles live übertragen, so wie es ist. Hier genau. Wird nicht gemauschelt mit einem Computer oder wie auch immer, wie in Hollywood das ist. Wem das nicht gefällt, wir der sind, muss, wie wir sind. Genau, ne? Wir sind. Kommentiere und ja, genau. Im Hintergrund. Das wird sich auch im nächsten Jahr oder im neuen Jahr jetzt, sage ich mal so, nicht ändern. Ja, ja, das war es eigentlich dazu. Und dann bis zum nächsten Mal und zum nächsten Video. Bis dann.